In Frankreich sind 5 Polizisten der Spezialeinheit RAID festgenommen worden. Sie stehen im Verdacht, am Tod des 27-jährigen Mohamed Bondris beteiligt zu sein. 2 der Polizisten wurden bereits wieder freigelassen, weitere wurden als Zeugen vorgeladen. Bondris ist in der Nacht vom 1. auf den 2. Juli in Marseille verstorben. In dieser Nacht hatte es in der südfranzösischen Stadt Unruhen gegeben, nachdem der junge Nahel Ende Juni in Nanterre bei einer Verkehrskontrolle von einem Polizisten erschossen worden war. Lieferdienstfahrer Bondris war auf seinem Roller kollabiert. Kurz darauf verstarb er im Krankenhaus. Dort entdeckte man eine Verletzung auf der Brust, die auf ein Gummigeschoss der Polizei zurückzuführen sein könnte.